Servus und grüß Gott. Wir haben spontan beschlossen, unser zweiter Vorname ist Schabernack. Und deswegen schauen wir heute vorbei beim Golser Volksfest. Und für euch gilt zuschauen, denn kommt mit, wir schauen sowas von vorbei heute. Landeshauptmann, wie haltet man das denn aus, dass man bei so einem Volksfest, wird man ja immer angesprochen, können Sie nicht was richten, können Sie nicht was machen? Wird man das gewohnt oder gibt es da ja, drin? Das ist das Los eines Politikers, das ist okay so. Das ist ja auch, glaube ich, wichtig, dass man mitbekommt, was die Bevölkerung braucht, was sie will. Das muss man akzeptieren und das ist auch schön. Aber kann man da Wünsch dir was spielen? Also ich hätte gerne einen Pony und Sie können es möglich machen. Nein, ich hätte gerne viel. Ja, Wünsch dir was geht leider nicht. Das gilt für alle das Gleiche. Als Landesrätin für Bildung, was kann man denn lernen am Golser Volksfest? Ich glaube, da kann man sehr viel mitnehmen, sehr viel Spaß vor allem, sehr viel für Familien. Du bist eine richtige Winzerin, oder? Du bist eine Jungwinzerin. Ja, genau. Ich habe eine weinbauliche Ausbildung gemacht und arbeite daheim am Betrieb. Du bist eine trinkfeste Frau. Ja, tatsächlich sagt man mir nach, dass ich ein bisschen was vertrage. Ich hätte gern einmal alle. Ja, bitte gerne. Ich kaufe mir einfach einen Buschenluftballon oder lasse ihn kaufen. Wir von Schau vorbei, wir sind ja sehr soziale Menschen. Und deswegen geben wir diese Dinge an Menschen, die Luftballons mögen. Du magst sicher einen Luftballon. Er kostet nichts. Das ist nur für Spaß. So, kannst du einen aussuchen. Den da. Den Smiley. Ja. Der Josh darf nicht traurig sein mehr. Egal was passiert. Und deswegen haben wir dir eine Hello Kitty mitgebracht. Und ich hoffe, im Tourbus findet sie ein Plätzchen. Die wird garantiert ein Plätzchen. Ja, weil traurig sein ist scheiße. Weil das hast du wirklich nicht verdient, weil du machst coole Musik, die Leute lieben dich und Künstler sollten einfach nur gut drauf sein. Und wie viele Autos verkaufst du von denen dann so in der Woche? Also wir verkaufen tatsächlich, jetzt, wenn man jetzt alle Autos hernimmt, was wir verkaufen, ist der größte Anteil elektrisch. Nicht Diesel, Benzin, sondern elektrisch. Ist das Holz oder Plastik? Holz. Das musst du jetzt sagen. Ja, sicher. Mein ganzes Team, was da rundherum steht, hat nur auf deinen Schritt geschaut. Ja, warum? Weil du genau hier das G, die auf deine Lederhose nähen hast lassen. Gibt es da einen Grund, warum? Ist das halt die potentesten Fenster? Die Frage ist, ja, wir wollen eigentlich unsere G-Line, unsere Marke durchziehen. Viele sagen auch, ob ich einen String-Tank oder eine Unterhose habe. Aber ich muss sagen, wir wollen von A bis Z das wirklich Corporate Identity durchziehen. Also was trägt dann der Fensterverkäufer drunter? Unter der Lederhose? Normalerweise gar nichts, würde ich sagen. Ich wollte immer was machen, eben weil mein Großvater das Fest gegründet hat, als Bürgermeister seiner Zeit. Das heißt, du bist ein leidenschaftlicher Koch? Ja, Hobbykoch, sagen wir so. Kochst du die Bürgerinnen ein oder nur die Damen? Ich koche für einen guten Zweck. Noch besser? Ja, noch besser. Und zwar? Wir haben sie jetzt noch nicht festgelegt, aber es sieht so aus, als darf man für den Kindergarten Golsers machen. Wie wird man eigentlich Weinbauobmann? Ja, man wird gewählt von der Vollversammlung. Also man muss nicht besonders trinkfest sein zum Beispiel? Nein, natürlich nicht. Also man kann sich da bewerben und da gibt es einen Wahlvorschlag und die Vollversammlung wählt den Weinbauernsobmann. Beim Golser Volksfest ist es jetzt Schicht im Schacht und das bedeutet, wir beschließen den ganzen Wahnsinn, ich nenne es jetzt mal Wahnsinn, mit einem Fluchtachterl geht er jetzt in dem Fall nicht, weil wir sind beim Golser Obergärig mit der Coralie, die Perle dieses Bierzeltes und da zapfen uns jetzt ein Fluchtkrügel. Ich würde sagen, wir haben nur einen Krügel, also machen wir mal einen Krügel. Ja, machen wir das. Gerade. Und den Schaum hinein. Die Schaumkrone der Woge der Begeisterung hier am Golser Volksfest. Danke, Perle. Sehr gerne. Des Golser Volksfestes. Prost und wohlbekommst.